Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht es um die Fossil Sport. Eine Woche ist rum. Ich habe die jetzt intensiv testen können und ja, es wird Zeit so für das abschließende Fazit und ob sich die Investition von 279 Euro, so viel kostet die momentan noch im Fossil Sport, wirklich lohnt oder ob ich doch bei meiner Samsung Galaxy Watch bleibe. Das werden wir uns jetzt aus der Nähe anschauen und bis gleich. Auf dem Papier hat die Fossil Sport eigentlich alles, was so eine aktuelle Smartphone heutzutage haben muss. GPS, NFC für Google Play, Bluetooth 4.2, WLAN, 4 GB internen Speicher, den neuesten Snapdragon 3100 Prozessor, wasserdicht bis 4 ATM, es gibt hier sogar noch ein Mikrofon, um den Google Assistant direkt zu nutzen. Der Akku ist 350 mAh groß und soll bis zu einem Tag halten. Dann haben wir hier zusätzlich noch einen Pulsmesser, ein 1,2 Zoll AMOLED-Display mit 390x390 Pixeln und was auch ganz praktisch ist, diese Bänder hier, die sind auch wechselbar und jetzt bei der kleinen Version sind es die 18 mm Bänder, bei der großen Version sind es die 22 mm Bänder. Hört sich erstmal alles ganz gut an, leider muss ich sagen, sehen die Specs eigentlich nur auf dem Papier gut aus, aber das werden wir uns dann gleich später noch im Detail anschauen. Die Fossil Sport kommt in zwei Varianten, die sich eigentlich nur in der Größe von dem Gehäuse unterscheiden. Das hier ist jetzt die 41 mm Variante, die Fossil primär für die Frauen anspricht. Es gibt die größere, das ist die 43 mm Variante. Da unterscheidet sich, wie gesagt, im Prinzip nur durch das Gehäuse, dass es ein bisschen größer ist. Unabhängig davon ist eigentlich hier alles sauber verarbeitet. Es gibt keine scharfen Kanten, das Glas geht schön über. Die Tasten fühlen sich sehr hochwertig an. Also da hat Fossil eigentlich alles richtig gemacht und da kann man definitiv nichts sagen. Ja, das Silikonband sieht ein wenig billig aus, aber es fühlt sich eigentlich ganz gut an und es ist jetzt auch in der Zeit, wo ich es genutzt habe, nicht wirklich irgendwie schmutzig geworden oder hat sonst irgendwelche Schäden davon getragen. Mit 38 Gramm liegt die Fossil Sport eigentlich ziemlich angenehm am Handgelenk und man konnte eigentlich relativ schnell vergessen, dass man sie anhat. Ihr seht jetzt vielleicht hier, hier sind Abdruckspuren drauf, weil ich die dann teilweise doch relativ eng zugezogen habe. Aber das war jetzt nicht irgendwie unangenehm oder sowas. Also ihr seht das jetzt hier, das übliche Band, ne, mit den Löchern, weil ich es halt relativ eng angezogen habe. Aber wie gesagt, war eigentlich recht angenehm. Ansonsten, wie gesagt, kann man, was die Verarbeitung angeht und die Qualität und so, eigentlich definitiv nichts sagen. Das ist eigentlich hochwertige Qualität, die man auch für diesen Preis erwartet. Kommen wir zum Display. Auf den ersten Blick sieht nämlich dieses 1,2 Zoll Display ziemlich groß aus und ist auch gestochen scharf. Also das ist definitiv der Fall. Allerdings merkt man dann langsam, wenn man, sage ich mal, so ein paar andere Apps öffnet, die dann keinen schwarzen Hintergrund haben. Zum Beispiel, na komm, ich starte mal die Google Play Store. Und dann erkennt man dann schon schnell, na komm, starte, dass mich rund um das Display und doch ein ziemlicher Rahmen ist. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Also das ist jetzt nicht Edge-to-Edge oder so, sondern das ist wirklich ein fetter Rahmen rundherum. Das ist sehr schade, geht viel verloren dadurch. Aber nichtsdestotrotz, also nur mal so im Vergleich, Samsung Galaxy Watch, das ist definitiv weniger Rahmen am rund ums Display herum. Aber da merkt man, da hat der Samsung einfach ein bisschen mehr Erfahrung als Fossil in der Hinsache, aber kann man noch drüber hinwegsehen, dadurch, dass ja eh die meisten Sachen hier irgendwie schwarz sind vom Hintergrund. Ansonsten, was das Thema Helligkeit angeht, ich benutze das momentan so auf der mittleren Stufe. Man kann es ganz dunkel machen, man kann es aber auch ganz hell machen. Wobei gerade bei den hellsten Stufen, da wird der Akku richtig schnell leer gesaugt. Da hat man dann auch wirklich schnell nur noch einen Tag Akkulaufzeit, aber da komme ich später nochmal drauf. Im direkten Vergleich zur Samsung Galaxy Watch habe ich hier die Helligkeit immer ein bisschen höher einstellen müssen als bei der Galaxy Watch. Aber trotzdem hatte ich eigentlich draußen nie Probleme, dass es irgendwie nicht ablesbar war oder sowas. Also da insofern, Display ist eigentlich solide, kann man nichts sagen. Umso überraschter war ich, dass ich auf der Fossil Homepage eigentlich keinerlei Informationen über das Display gefunden habe. Also nicht mal irgendwie die 1,2 Zoll oder die Pixeldichte oder sowas, gar nichts. Also es war ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ist ein AMOLED-Display und ist eher eins von den besseren als eins von den schlechteren. Kommen wir zu dem Thema Sport bzw. das Thema Pulsmesser und Schrittzähler. Das ist ja immer so der interessante Faktor. Ist denn dieser Pulsmesser zu gebrauchen? Sind denn die Anzeigen der Schritte
realistisch und ja, nur mal, dass ihr jetzt mal so einen Vergleich seht. Ich bin jetzt heute Morgen zum Kindergarten gelaufen und wieder zurück und ein bisschen im Haus. Zum Kindergarten und zurück sind es ungefähr 1 Kilometer. Jetzt habe ich heute schon 1,6 Kilometer. Das könnte so hinhauen und es ist auch, sage ich mal, ein ähnlicher Wert, den ich mit meiner Samsung Galaxy Watch immer hatte. Also das hat sich nicht viel gegeben, sowohl was den Puls angeht, als auch was die Schritte angeht. Also das war ziemlich ähnlich. Auffällig war, dass die Fossil Sport weniger anfällig war für so Bewegungen, dass sie sozusagen als Schritte getrackt wird. Das hatte ich bei meiner Galaxy Watch irgendwie eher mal gespürt. Aber wie gesagt, am Ende vom Tag kommt da Pi mal Daumen das Gleiche raus und das sind durchaus Werte, die einigermaßen sauber sind, mit denen man recht durchaus planen kann. Ja, das wichtigste Thema ist für Smartwatches normalerweise immer die Akkulaufzeit. Ne? Wie lange hält die? Und ich meine, Samsung hat ja da die Messlatte mit der Galaxy Watch ein bisschen höher gesetzt, ne? Von wegen bis zu einer Woche oder so. War jetzt bei mir nicht ganz der Fall, aber 4-5 Tage gehen schon. Und bei Wear OS, also bei Wear OS von Google war ja bisher immer das Problem, die ganzen Smartwatches haben alle ein ziemliches Akkuproblem. Ja, also das liegt, glaube ich, weniger daran, dass da ein kleiner Akku verbaut ist, weil hier sind 350 mAh verbaut, sondern einfach, dass das Wear OS einfach den Akku aussaugt. Ich bin hier bei der Wear OS App, ja, auf meinem Smartphone und da seht ihr schon, Bluetooth verbraucht ein bisschen, das Display verbraucht ein bisschen, Uhr inaktiv, 18%. Und das ist auch das, was sich hier in dieser Tendenz so wiedergibt. Egal, ob ihr was macht oder nicht damit, es geht einfach nur runter. Und wenn ihr dann halt natürlich noch GPS und Co. anschmeißt, dann geht es noch steiler runter. Also deswegen kann es auch durchaus sein, wenn ich mal über Nacht schlafe und das Ding am Handgelenk habe, da verliere ich einfach mal 10-15%. Einfach so über Nacht, ohne dass irgendwas passiert ist. Und ich habe auch mittlerweile auch die Pulsmessung deaktiviert, also dies ist definitiv auch kein Thema. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Wear OS Smartwatches haben auch weiterhin ein Akkuproblem. Wobei ich jetzt bei der Fossil Sport eigentlich recht positiv überrascht war, weil statt dem einen Tag bin ich eigentlich problemlos mit meinen Standard-Settings immer so über 2 Tage gekommen. Und meine Standard-Settings sind ja im Prinzip Benachrichtigungen so auf Minimum reduziert, ein bisschen WhatsApp, ein bisschen SMS. Dann 30 Minuten GPS am Tag, was ich so genutzt habe. Und Helligkeit so auf ein bisschen überdurchschnittlich sozusagen. Und wie gesagt, 2 Tage komme ich da problemlos durch. Da hatte ich zwar dann abends immer nur noch 10% oder sowas, aber man kommt problemlos damit abends ins Bett und kann dann nach 2 Tagen das Ding wieder aufladen. Und am nächsten Morgen habe ich die dann wieder um 6 angezogen. Also 2 Tage kommt man damit eigentlich durch. Jedenfalls in den Settings, die ich hatte. An der Stelle der Hinweis, wenn ihr das dauerhafte Pulsmessen, also dass alle 20 Minuten, dass der Puls gemessen wird, abschaltet, dann kriegt ihr da nochmal so einen halben Tag bis einen ganzen Tag raus an Akkulaufzeit. Also 2 Tage sollte da eigentlich auf jeden Fall drin sein, unabhängig wie ihr das Gerät benutzt. Insofern muss ich sagen, hat mich jetzt positiv überrascht, ist aber natürlich jetzt immer noch gerade mal so die Hälfte von dem, was meine Samsung Galaxy Watch macht, nur so im Vergleich. Und da ist jetzt, glaube ich, der Akku auch nur 50% größer, nicht doppelt so groß wie hier. Also nur mal so im Hinterkopf, Akkulaufzeit ist immer noch ein heikles Thema bei Wear OS. Wo wir gerade beim Thema Wear OS sind, das Pairing läuft ja prinzipiell über die Wear OS App, so wie das hier. Das kennt ihr aber genau, prinzipiell ähnlich wie bei der Samsung Galaxy Watch oder bei den Huawei Smartwatches und so. Die haben ja alle so ihre Gear oder Wear App, mit der verbunden wird. Und hier kann man, sage ich mal, rudimentär so ein paar Sachen einstellen. Es gibt sowohl auf der Smartwatch Möglichkeiten, Sachen einzustellen, als auch hier auf der Uhr. Wobei jetzt im direkten Vergleich mit Samsung oder mit Huawei kann man in der App relativ wenig einstellen. Also man kann hier so ein paar Ziffernblätter, die standardmäßig dabei sind, auswählen. Man kann hier seine Benachrichtigungen einstellen. Terminübersichtseinstellungen, also welcher Kalender angezeigt werden soll, kann man hier anzeigen. Zum Google Assistant kann man hier ein paar Settings machen. Und im Prinzip war es das schon fast, ne? Weil ich meine, hier kann man auch das Display-on-Display anschalten, dann diese Gestensteuerung und ja, das waren eigentlich schon die Settings, der Rest sind nur so Informationen und das ist relativ mau, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch so das Hauptproblem von Wear OS. Also wenn man das noch gar nicht benutzt hatte, dann kommt man relativ schnell damit zurecht. Ne? Ich meine, man hat hier so die Standardoberfläche als Watchface und dann hat man hier auf der linken Seite den Google Assistant, auf der rechten Seite Google Fit, unten hat man die Benachrichtigungen und oben hat man sozusagen die Einstellungen und so auch diese Quick-Action-Buttons da mit Google Pay und Co.
Das ist eigentlich relativ trivial, weil der Rest läuft eigentlich dann immer sozusagen über Apps, ne? Also man kann dann bei Doppelklick in den Google Play Store gehen und sich dann hier ganz normal Apps installieren, sofern die sozusagen für die Uhr unterstützt werden. Das funktioniert nicht bei allen. Also WhatsApp kann man auch hier weiterhin nicht installieren. Da muss man dann wieder irgendeine Third-Party-WhatsApp-App nutzen, damit man das da einigermaßen zugreifen kann. So, aber wenn ich dann jetzt so eine App starte, dann dauert das ein ganz schönes Stückchen. Und das ist in meinen Augen auch so das Hauptproblem. Die Performance ist echt grausam. Ich meine, ihr habt jetzt gesehen, ich habe drauf gedrückt. Manchmal stürzt die App ab, manchmal startet sie. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt aber nur das Display ausgegangen? Läuft das jetzt noch im Hintergrund? Sind so die üblichen Probleme. Und auch diese Sache mit diesem Display. Man kann zum Beispiel nicht in den Settings irgendwo das Display-Timer darstellen. Ah, ihr seht, er hat jetzt doch irgendwann die Bring-App gestartet und dann klicke ich da drauf. Und dann sehe ich tatsächlich, was auf meiner Einkaufsliste drauf ist. Hat jetzt aber verdammt lange gedauert. Also es ist jetzt nicht einfach mal mit kurz spontan drauf gucken und gucken. Ja, also das ist echt schade, weil die Performance ist echt mies. Und ihr seht es ja vielleicht auch schon allein beim Entsperren. Ne? Ich meine, jetzt ist die Uhr gesperrt. Jetzt drücke ich drauf. Eins, zwei, drei. Ja, es dauert manchmal 5 Sekunden, je nachdem, wie weit man sozusagen die Uhr wieder aufwecken muss. Und das ist eigentlich heute nicht mehr zeitgemäß. Und da ist jetzt sozusagen, ich nenne es jetzt mal der Flagship-CPU für Smartwatches mit Wear OS dran. Und das ist echt grausam. Und man darf sich nicht täuschen lassen, dieser neue Snapdragon 3100 ist eigentlich der gleiche wie der 2100er, nur dass da jetzt sozusagen noch ein Co-Prozessor ist, der ein bisschen Strom sparen soll. Aber naja, das ist echt ein bisschen schade. Immerhin, der Grundgedanke ist gut. Ihr könnt, wie gesagt, durch die Swipes steuern. Ihr habt hier drei Tasten. Eine Lünette habt ihr hier. Mit der Lünette könnt ihr halt sozusagen durch eure Benachrichtigungen durchgehen oder das Menü runtermachen oder auch in den Menüs hin und her scrollen, wenn ihr in irgendeiner App drin seid. Die beiden Buttons hier, die könnt ihr belegen. Da könnt ihr dann sozusagen einfach eine App oder eine Funktion drauflegen. Hier unten ist jetzt zum Beispiel, wenn ich da mal drauf drücke und es startet. Ja. Ihr seht, das ist alles nicht so flüssig. Da unten habe ich jetzt zum Beispiel Aktivitäten von Google Fit hinterlegt. Da kann ich dann sozusagen direkt von hier sage ich, okay, wir machen jetzt, gehen jetzt walken. Und das ist sozusagen der Quick-Button dafür. Aber wie gesagt, es dauert immer. Und man weiß nicht, hat er es jetzt gemacht oder nicht, ne, und so weiter. Ist echt schade. Aber wie gesagt, wenn die Performance-Probleme nicht da wären, würde ich, glaube ich, Wear OS und die Fossil Sport richtig gut finden. Aber es ist, wie es ist und da kann man leider nichts machen. Was aber natürlich noch positiv zu erwähnen wäre, wie gesagt, der Google Assistant ist ja ziemlich gut eingebunden. Der sagt einem so, wie man das so kennt, was es so gibt. Kann da Sachen steuern, Wetter kann man ja anzeigen, Termine kann man sich anzeigen lassen. Ja, so Sachen zum Beispiel. Und was auch ganz interessant ist, häufig kommt ja immer die Frage, kann ich denn von meiner Smartwatch Benachrichtigungen beantworten und sowas? Und jetzt habe ich einfach mir meine Test-SMS geschickt. Und da seht ihr jetzt hier, das ist jetzt die Nachricht, die ich bekommen habe per SMS. Da hat man einmal sozusagen diese Quick-Antworten wieder. Oder man kann noch ein bisschen weitergehen und sagen auf Antworten. So, und dann hat man wieder die Möglichkeit, etwas einzusprechen, Emojis auszuwählen, in der Tastatur was zu tippen oder noch ganz mehr von, also noch einige mehr von diesen Quick-Antworten zu haben. Und ja, ich persönlich bin jetzt nicht so der große Smartwatch-Schreiber. Ich schreibe dann meistens mal, wenn mal eine Frage kommt, ein Ja, Nein oder nicht. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich sage einfach mal Ja. So. Und. Hier ist das ja angekommen. Also ich habe jetzt dreimal aus Versehen draufgedrückt, jetzt hat das dreimal verschickt. Ne? Also ihr seht, das mit der Performance kann da ein bisschen problematisch sein, aber ihr könnt auf jeden Fall direkt von der Smartwatch Nachrichten verschicken, das geht. Das ist, wie gesagt, eine Frage, die immer wieder gestellt wird. So, gibt es ansonsten noch irgendwelche Themen, die mir so im Alltag aufgefallen sind? Ne? Ich meine, die GPS-Funktionalität, die funktioniert auch ohne Smartphone, das ist ganz praktisch. Leider funktioniert das nicht, wenn man Google Maps nutzen möchte. Also ich kann ja mal Google Maps hier starten, damit ihr es einfach mal seht. Das ist leider sehr schade, weil das wäre nämlich jetzt perfekt, wenn man Google Maps nutzen könnte, sozusagen ohne Smartphone. Aber wenn ich jetzt hier irgendwelche Routen oder irgendwelche Sachen plane, wo ich hin will, ich will zur TU, dann
hüpft immer mein Smartphone an. Was ich eigentlich gar nicht will. Also klar, mir wird hier jetzt auch meine Route angezeigt und so. Wenn ich jetzt aber mal die Verbindung trenne, dann ist das Ding schon wieder irgendwie quasi tot. Ja, also das ist echt schade. Es funktioniert zwar manchmal irgendwie, manchmal aber irgendwie auch nicht. Also das ist sehr schade. Also ihr müsst, also so richtig autark funktioniert das noch nicht. Das ist echt sehr schade. Vielleicht werde ich auch nochmal ein extra Video dazu machen, aber ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz, die Google-Anbindung ist eigentlich ganz nett. Das ist also diese ganze Google-App, sei es Google Fit, Google, der Google Assistant und sowas. Wenn das alles im Zusammenspiel läuft, ist es ganz praktisch. Aber sage ich mal mit gewissen Performance-Einschränkungen. Kommen wir zum abschließenden Fazit. Preis von 280 Euro. Hat mich das Ding überzeugt? Wird das Ding mein neuer Daily Driver? Leider nicht, nein. Es liegt definitiv nicht an der Uhr. Also von der Optik finde ich die eigentlich ganz nett. Und auch von den Funktionalitäten. Auch die Akkulaufzeit hat mich jetzt nicht komplett abgeschreckt. Aber wie gesagt, diese Performance, das ist einfach eine Sache, da habe ich einfach keine Lust drauf. Das ist mir einfach alles zu lahm, zu sperrig, man weiß nicht, ob man Apps gestartet hat oder nicht und das ist echt schade, also gerade für einen Preis von 280 Euro und wenn eine Smartwatch 280 Euro kostet, dann ist es auf derselben Ebene wie eine Samsung Galaxy Watch, wie eine Apple Watch, dann muss die da liefern und wie gesagt, mit dieser Performance kann man keinen wirklich davon überzeugen, dass man da umsteigen soll. Das ist echt schade, ich hoffe, dass Google das vielleicht noch irgendwie schneller kriegt, aber für mich ist es ein K.O.-Kriterium und die Fossil Sport wird auf jeden Fall wieder zurückgehen. Ich hätte sie gerne behalten, aber wie gesagt, unter der Performance macht es mir einfach keinen Spaß. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, telefonieren kann man mit der Uhr nicht. Solltet ihr im Hinterkopf behalten, falls euch das wichtig ist. Ansonsten habt ihr alles schön im Google-Kosmos drin. Performance eher mau, Display ganz hübsch. Das ist so das abschließende Fazit. Ich packe die jetzt wieder zusammen und schicke sie zurück. Und würde mich mal interessieren, wer von euch momentan eine Wear OS Smartwatch im Einsatz habt und wer da mit der Performance zufrieden ist. An der Stelle höre ich auf. Euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.